Ich begrüße heute hier bei uns Veronika Neudlin, unsere Autorin, die den Ratgeber Der Sinn deines Lebens veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Frau Neudlin, schön, dass Sie da sind. Hallo, gerne. Worum geht es in Ihrem Ratgeber? Bitte erzählen Sie uns doch ein bisschen mehr darüber. Also in meinem Buch geht es, den Sinn des Lebens zu finden über Schicksale. Jeder Mensch hat ja Schicksale, erlebt ein Schicksal, es gibt ja positive und negative. Und meist sind es einfach die negativen Schicksale, die uns prägen, die uns aus dem Leben werfen, die uns verändern. Und in dem Buch möchte ich einfach mitteilen, dass man auch mit dem Beispiel von einer Schicksalsgeschichte, dass man mit einem Schicksal sich verändern kann, dass es verschiedene Sinne im Leben gibt, wo ich auch in den Kapiteln dann Beispiele dann vorbringe, was man eigentlich machen kann mit diesen Sinnen oder was es für Sinne gibt in diesem Leben, um nicht daran zu zerbrechen, sondern einfach auch sein Bewusstsein zu erweitern, sich zu verändern und eben mit dem Schicksal, das man bekommen hat, zu leben und es anzunehmen und eben das Leben dann mit den verschiedenen Sinnen im Leben im positiven Dinge weiterleben kann. Okay, und wie sind Sie auf die Idee gekommen? Durch ein eigenes Schicksal oder was hat Sie auf die Idee gebracht, dieses Buch zu schreiben? Ja, also das ist jetzt eine ganz witzige Geschichte. Ursprünglich wollte ich eigentlich mein Buch, das ich vor 20 Jahren geschrieben habe, das war ein Kinderbuch, die Fridolin-Geschichten, neu aufleben lassen. Und durch eigene Ereignisse und Krankheiten bin ich einfach zu Hause mehr zur Ruhe gekommen und habe andere Kapitel geschrieben, wie die Kindergeschichten. Und es hat mich einfach so geprägt, dass sich das einfach immer wieder entwickelt hat, immer mehr dazugekommen ist. Und so habe ich die Sinne in dem Leben einfach zusammengenommen und bin selber zu dem Sinn des Lebens gekommen, was für mich sehr positiv ist, wo ich einfach sagen kann, ich möchte das gerne den Menschen weitergeben. Und so gibt es natürlich viele Schicksale links und rechts, Freunden und Bekannten, wo man dann eben auch wieder aufschaut und es spiegelt sich immer wieder, es ist immer wieder dasselbe. Und so bin ich eben dann dazu gekommen, das alles zusammenzufassen und zum Sinn des Lebens zu machen. Eine schöne Idee. Wer ist die Zielgruppe für dieses Buch? So, die Zielgruppe ist, sind Menschen ab 35. Ich sage jetzt Menschen, Frauen wie Männer, weil ja jeder ein Schicksal erleben kann. So, ab 35 aufwärts bis über 70. Ich denke, das passt für alle. Und stehen weitere Projekte an? Sie haben vorhin ein anderes Buch angesprochen, ein Kinderbuch. Haben Sie weitere Ideen im Kopf? Ja, also Ideen und schon Verwirklichungen habe ich im Allgemeinen schon gemacht. Und zwar ist momentan so, dass ich ein Gartenbuch mit Rezepten geschrieben habe, das ja auch über Europabuch veröffentlicht wird. Das ist eine neue Kreation von Geschichten und Rezepten in einem. Dann habe ich natürlich auch eine weitere Planung für das Fridolin-Buch für Kinder geplant. Der Sinn des Lebens soll natürlich auch einen zweiten Band bekommen, weil da okay. noch ganz viel offen steht und ich da noch ganz viel einfügen kann, wo ich denke, es gibt einfach Menschen, die das Buch gelesen haben und denken, ja, also da gibt's noch so viel, da möchte ich gerne noch mehr darüber lesen. Und so habe ich schon einige Projekte geplant. Und wie war das bisherige Feedback zu Der Sinn deines Lebens? Das Feedback war sehr positiv, weil ich merke, es spricht doch sehr viele Menschen an, die negative Erlebnisse haben und die sehr viele schlechte Schicksale hinter sich haben und auch froh sind, dass man einfach sieht, das schreibt jetzt mal endlich jemand nieder, dass man merkt, ich bin nicht allein mit meinem Schicksal. Okay. Liebe Frau Neudlin, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das Buch Der Sinn deines Lebens, ein Ratgeber, zusammen mit der Europa Verlagsgruppe veröffentlicht, ist ab sofort im Handel erhältlich, im Paperback-Format sowie auch im E-Book-Format. Danke für Ihre Zeit und alles Gute.